So wichtig die Vernetzung auf regionaler und Landesebene auch ist, wissen wir alle, die Digitalisierung ist ein globales Phänomen und um sie zu gestalten, erfordert es auch internationale Zusammenarbeit. Die Bundesregierung hat die Digitalisierung deshalb zu einem Schwerpunktthema der deutschen G20-Präsidentschaft gemacht. Und auf Initiative der Bundeswirtschaftsministerin haben sich die G20-Digitalminister zum ersten Mal in diesem Jahr getroffen und sich auf einen Fahrplan für eine gemeinsame Digitalisierungspolitik geeinigt. Mehr hören wir nun von unserer Gastgeberin. Ich freue mich sehr, das Wort zu übergeben an die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Frau Brigitte Tsipras. Herzlich willkommen. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Malu, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundeskabinett, meine Damen und Herren Abgeordnete, lieber Herr Dirks, schön, dass Sie alle da sind, schön, dass dieser Saal zur Eröffnung des diesjährigen Digitalgipfels so gefüllt ist. Wir sind ja jetzt quasi in der Phase 3 der Veranstaltungsarten, die die Bundesregierung zur Digitalisierung hat. Wir hatten von 1998 bis 2005 das Internet für alle. Ab 2005 hatten wir dann den IT-Gipfel. Der erste war 2006. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und 2006, meine Damen und Herren, ist ja nicht nur, wenn man die Maßstäbe der IT-Branche anlegt, sondern auch sonst schon ganz schön weit weg. Das Telefon hatte damals noch Tasten. Vom ersten iPhone sprach man noch gar nicht. Seitdem sind 11 Jahre vergangen und ich glaube, wir können schon sagen, in diesen 11 Jahren haben wir eine ganze Menge bewegt. Das zeigt nicht zuletzt dieser Gipfel, der eine beeindruckende Entwicklung erlebt hat. Er ist sehr viel größer geworden. Gestern gab es 18 Konferenzen an 10 verschiedenen Orten in dieser Metropolregion. Und er ist offener geworden. Am Anfang waren wir immer nur mit IT-Anbietern zusammen. Heute sind auch die Anwender dabei. Und er ist thematisch sehr viel vielfältiger geworden. Die Bandbreite reicht jetzt von der intelligenten Vernetzung über die digitale Bildung, über digitale Medien bis zu neuen Entwicklungen in der Gesundheitswirtschaft. Manche, die uns so beobachten bei unserem Tun, werfen immer mal wieder die Frage auf, braucht man einen solchen Digitalgipfel eigentlich? Ist das nicht etwas anachronistisch in den Zeiten des Internets, dass so viele Menschen an einem Ort zusammenkommen? Und im Übrigen, auf jeder größeren Tagung der Megatrend Digitalisierung diskutiert wird. Ich finde, wir brauchen den Gipfel und ich finde auch, wir brauchen vor allen Dingen seinen vorbereitenden Arbeitsprozess. Es ist ja nicht so, dass wir uns einmal hier zu einem großen Familienfest treffen, sondern das ganze Jahr über wird ja in den verschiedensten Arbeitsgruppen ernsthaft gearbeitet, zwischen all denen, die an diesem Prozess beteiligt sind. Und das sind namentlich ja neben der Politik, vor allen Dingen natürlich die Wirtschaft und die Wissenschaft und auch andere Stakeholder, wie vor allen Dingen die Gewerkschaften. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass wir diesen Diskussionsprozess so breit aufgesetzt haben und dass wir ihn unterjährig fortführen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass von diesem Gipfel die Botschaft ausgeht, Deutschland gestaltet die Digitalisierung. Ich finde auch, dass sich das Konzept der wechselnden Tagungsorte bewährt hat. Das ist, liebe Malu Dreyer, keine pflichtschuldige Verbeugung vor dem Föderalismus, sondern ist das eine Konsequenz aus der Tatsache, dass die Digitalisierung in Deutschland an ganz vielen Orten stattfindet. Und dieses Jahr ist eben die Metropolregion Gastgeber und dass das so ist, finde ich, ist auch ein schönes Symbol dafür. Wir haben auch aus diesem Grunde, meine Damen und Herren, unsere Digital Hubs Initiative gestartet. Diese Digital Hubs sind Standorte, in denen wir gezielt erfolgreiche, etablierte Unternehmen mit Startups verknüpfen wollen. Der Startschuss dafür ist auf dem letzten IT-Gipfel gefallen.
Mittlerweile haben 12 ausgewählte Hubs ihre Arbeit übernommen. Malu Dreyer hat eben gerade den hiesigen angesprochen. Diese Hubs werden den Gründerstandort weiter stärken und sie werden vor allen Dingen eins tun, sie werden das, was wir in Deutschland an Digitalisierung machen, in die Welt stärker transportieren, weil sie gleichzeitig eben einen internationalen Aspekt haben. Das Bundeswirtschaftsministerium hat in seinem Zuständigkeitsbereich die Weichen für eine weitere erfolgreiche Digitalisierung in dieser Legislaturperiode gestellt. Wir gehen davon aus, dass auch in den Zeiten der Digitalisierung der Mittelstand das Rückgrat unserer Volkswirtschaft bleibt. Und wir wissen aber auch, und das wissen wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen, dass Studien zeigen, dass das Wissen und die Chancen um die Geschäftsmöglichkeiten des digitalen Wirtschaftens und Arbeitens im Mittelstand bisher noch zu wenig verankert sind. Wir haben deshalb in dieser Legislaturperiode ganz besonderen Wert darauf gelegt, mittelständische Unternehmen zu informieren über das, was passiert. Denn der Erfolg, meine Damen und Herren, den die deutsche Wirtschaft im Moment hat mit ihren gefüllten Auftragsbüchern, ist ja die größte Gefahr. Sie birgt nämlich die Gefahr, dass man sich damit beschäftigt, das abzuarbeiten und zu sehen, dass man alles so macht wie bestellt und dabei die Zeit nicht mehr hat, über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, was tut sich da eigentlich mit der Digitalisierung. Deswegen haben wir Anfang 2016 10 Mittelstand Industrie 4.0 Kompetenzzentren eingerichtet. Dazu kommt noch ein Kompetenzzentrum Digitales Handwerk mit 4 Schaufenstern. Das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir überall zusammen mit den Industrie- und Handelskammern, mit dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, mit Fraunhofer-Instituten, mit Hochschulen und vielen anderen mehr, die an diesem Prozess beteiligt sind. Und alle haben die Aufgabe, die Mittelständler in ihrem Umkreis durch attraktive Veranstaltungen dazu zu motivieren, zu kommen und sich ganz konkret vor Ort anzuschauen, was können solche Maschinen eigentlich oder wie kann man einen Logistikprozess anders aufsetzen. Das ist das, was wir dort zeigen wollen, und die Resonanz ist gut. Wir haben deshalb gesagt, wir wollen noch weitere 13 Kompetenzzentren innerhalb Deutschlands starten, damit wir die Verteilung in unserem Lande möglichst breit haben. Und ich hoffe, dass wir das auch noch hinbekommen dieses Jahr. Diese Kompetenzzentren bilden eine Brücke zur Plattform Industrie 4.0. Diese Plattform Industrie 4.0, ganz viele Akteure der Plattform sitzen jetzt hier im Publikum, unterstützt die Wirtschaft auf dem Weg in die digital vernetzte Produktion und bringt die internationale Zusammenarbeit mit Bi- und multilateralen Kooperationen voran. Mir persönlich liegt besonders die Förderung von Startups und Gründerinnen und Gründern am Herzen. Da haben wir eine Menge Fortschritte erreicht bei der Finanzierung. Wir haben jetzt für die nächsten Jahre 2 Milliarden Euro an frischen öffentlichen Mitteln. Und wir haben mit den Startup Nights ein Format begründet bei uns im Ministerium. Und inzwischen gibt es das ja auch überall anders, wo etablierte Unternehmen gemeinsam mit Startups sich treffen und voneinander profitieren können, Geschäftsmodelle vergleichen können, miteinander Zusammenarbeit verabreden können und vieles andere mehr. Meine Damen und Herren, wenn ich jetzt nach vorne schaue, auf das, was kommt, dann denke ich, der digitale Umbau unserer Wirtschaft wird auch in der nächsten Legislaturperiode natürlich das große Thema sein. Und es geht da weiter um den Aufbau digitaler Infrastrukturen und es geht um die Gestaltung der Plattformökonomie. Und es geht um die Sicherheit unserer digitalen Souveränität. Und ich glaube, es wird auch in der nächsten Legislaturperiode ganz besonders um die Veränderungen in der Arbeitswelt gehen, die der Gesetzgeber wird begleiten müssen, sowohl beim Individualarbeitsrecht als auch beim kollektiven Arbeitsrecht. Dass wir den Breitband noch stärker ausbauen müssen, das wissen wir alle. Wirklich zukunftsfähig sind nur Gigabyte-Netze. Und deswegen, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Es gibt ja innerhalb der Bundesregierung unterschiedliche Auffassungen darüber, ob man in der nächsten Legislaturperiode ein Digitalministerium braucht oder nicht. Die meisten wissen, dass ich der Auffassung bin, man braucht es nicht.
Das liegt einfach daran, dass ich meine, das ist eine Querschnittsaufgabe. Und wenn man versucht, aus jedem Ministerium den Anteil Digitales in ein Extraministerium zu geben, dann verkämpft man sich so derartig um die Frage, wer ist jetzt hier gerade für was zuständig, dass die Arbeit völlig zum Erliegen kommt. Deswegen glaube ich, das hat alles gar keinen Sinn. Wir sollten sehen, wie wir auf andere Art und Weise festgestellte Defizite in der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament und innerhalb der Regierung eben weiter verbessern. Und ich denke, da werden wir auch Mechanismen finden, mit denen wir künftig noch schneller auf Entwicklungen reagieren können oder gemeinsam bestimmte Projekte auch stärker durchtragen können. Neue technologische Trends wie künstliche Intelligenz, Blockchain und autonomes Fahren werden unsere Welt weiter verändern. Und da werden wir die digitale Agenda entsprechend fortschreiben und müssen eben auch sehen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Häusern da noch etwas besser läuft. Angesichts des Verbreitens von Plattformen wird es auch wichtig sein, dass wir faire Rahmenbedingungen für alle Akteure in der digitalen Wirtschaft schaffen. Wir haben dazu ein Papier vorgelegt, von dem wir glauben, dass es helfen kann bei der Diskussion in der nächsten Legislaturperiode. Denn ich denke schon, dass wir für Plattformen einen Rechtsrahmen brauchen, der einen fairen Wettbewerb sichert und Innovationen befördert, ohne dass rechtsfreie Räume entstehen. Die neuen Spielregeln, die bei digitalen Plattformen gelten, haben noch nicht alle verstanden. Und eine Studie des Bitkoms zu dem Thema hat mich auch ziemlich ernüchtert, muss ich gestehen. Die ist Anfang des Jahres rausgekommen und hat belegt, dass 62% aller Geschäftsführer und Vorstände noch nie was von den Begriffen Plattformökonomie, Plattformmärkte oder digitale Plattformen gehört haben. Und da, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen nacharbeiten und müssen schauen, dass die Unternehmenslenker da besser Bescheid wissen und sich darauf einstellen. Plattformen, meine Damen und Herren, das wissen Sie auch, trennen nämlich die Hersteller und die Verkäufer von ihrem Kunden. Und durch diese zwischengelagerte Ebene wird es schwierig, den Kontakt zum Kunden zu halten. Und wir schaffen damit den Plattformbetreibern einen Vorsprung gegenüber den Herstellern, aus dem eine erhebliche Marktmacht dann resultieren kann und der zu einem Zurückdrängen derjenigen führt, die eigentlich die Hersteller der Produkte sind. Das ist eine Form von Kundennähe, die so entsteht, die früher völlig undenkbar war. Und sie erlaubt es Plattformbetreibern eben ganz anders auf Trends einzugehen und zu reagieren, als es den Herstellern tut. Und das ist etwas, wo wir einfach sehen müssen, dass wir da ein Level Playing Field erhalten, denn sonst geraten wir da auch ins Hintertreffen. Wir haben deshalb gesagt, wir brauchen erstens einen modernen Ordnungsrahmen, der fairen Wettbewerb fordert. Wir müssen Anreize setzen für eine zukunftsweisende Datenökonomie. Und wir müssen sicherstellen, dass alle Menschen am Wachstum teilhaben können und zu einem souveränen demokratischen Umgang mit den innovativen Technologien befähigt sind. Meine Damen und Herren, neben dem Netzausbau und der Plattformregulierung ist die dritte große Zukunftsherausforderung die Sicherung unserer digitalen Souveränität. Das bedeutet insbesondere, dass unser Land digitale Produkte und Dienstleistungen nutzen kann, ohne sich in Abhängigkeiten zu begeben oder Sicherheits- und Datenschutzinteressen zu beeinträchtigen. Das fängt bei der Hardwarefrage an. Mikroelektronik ist ein Schlüsselelement für die Digitalisierung der Wirtschaft und die erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0. Und ein erheblicher Teil der Innovationen in Kernbranchen ist nur durch weitere Fortschritte in der Mikroelektronik nötig. Deswegen haben wir in der Bundesregierung entschieden, dass wir die deutsche und europäische Mikroelektronikindustrie mit 1 Milliarde Euro unterstützen. Das ist eine Kampagne, die mit Brüssel auch abgestimmt ist. Und wir sind froh, dass wir das so auf den Weg bringen konnten. Weitere Schritte haben wir gestern mit unserer Studie Kompetenzen für eine digitale Souveränität vorgestellt. Und diese Studie wird die Grundlage sein für den Strategieprozess in der nächsten Legislaturperiode. Dann müssen da konkrete Handlungen aufgelegt werden auf das, was wir dort erörtert haben. Und last but not least ist natürlich eine Schlüsselkompetenz,
die wir wesentlich stärker brauchen werden in den nächsten Jahren, die digitale Bildung. Malu Dreyer hat da schon einiges zu ausgeführt. Ich würde gerne noch ergänzen wollen, dass wir selbstverständlich auch beim Bereich der dualen Ausbildung sehen müssen, dass wir erstens ajour bleiben, dass wir zweitens neue Berufsausbildungsmöglichkeiten entwickeln und dass wir drittens unsere Berufsschulen besser ausstatten. Denn wir müssen sicherstellen, dass die jungen Leute auch in der Schule das lernen können, was sie dann im Betrieb brauchen. Nicht nur, weil Gesche Joost in der ersten Reihe sitzt, würde ich gerne sagen, dass Calliope Mini ein ganz tolles Projekt ist, was wir ja auf dem letzten Gipfel auf den Weg gebracht haben. Und ich möchte gerne bei allen Vertretern der Bundes- und Vertreterinnen der Bundesländer hier dafür werben, dass sie dieses Projekt auch in ihren Ländern installieren, für die dritten Klassen in den Grundschulen ein großartiges Investment in die Zukunft der Kinder. Und jetzt wünsche ich... Und jetzt wünsche ich uns allen einen anregenden Gipfeltag und freue mich auf viele weitere Gespräche und Erkenntnisse. Bleiben Sie bitte gleich da. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin.